Nuklearer Irrsinn. KlarTV berichtigt eigene Fake News. Mit dieser Sendung muss auch KlarTV einmal schonungslos veröffentlichte Fake News aufarbeiten, die ihr eigener Gründer, also Ivo Sasek, in die Luft gesetzt hat. Fehler passieren leider überall. Wir führen unseren KlarTV-Zuschauern vorab noch einmal jenen Teil mit den falschen Zahlenangaben vor Augen und korrigieren an entscheidender Stelle den als eklatant falsch erkannten Makel. Und wenn schon unablässig zu dringenden Sofortmaßnahmen gegen den sogenannten menschgemachten Klimawandel aufgerufen werden muss, dann mögen doch alle Kinder dieser Welt auch einmal so lange dafür die Schule schwänzen, bis über jeden einzelnen Atomwaffentest ein absolutes Verbot verhängt ist. Denn wenn Menschen tatsächlich einen Klimawandel herbeiführen können, dann sicher nicht durch Darmabgase von Kühen, Autos oder Schornsteinen, sondern zuerst einmal sicher durch die alles verseuchende Gewalt von nuklearen Waffentests. Zusammengenommen hatten schon alleine die offiziellen Atomtests einen Detonationswert von mehr als 72.000 Kilotonnen. Das sagt uns zunächst einmal gar nichts. Doch ein Vergleich mit der US-Atombombe auf Hiroshima erklärt es uns. Diese von aller Welt gefürchtete Atombombe hatte einen Detonationswert von 12 Kilotonnen. 12 Kilotonnen also gegenüber 72.000 Kilotonnen. Die Atombombe von Hiroshima war mit anderen Worten 6.000 Mal schwächer als die Summe aller nachfolgenden Atomtests. Oder wieder mit anderen Worten, Hiroshima wurde seit 1945 durch irrsinnige Wissenschaftler und Kriegstreiber weitere 6.000 Mal offiziell wiederholt. Und diese Zahl dokumentiert erst die uns allen bekannten Atomtests. Wie aber jedes Kind weiß, treiben vom Wahnsinn Getriebene ihre schlimmsten Werke stets im Verborgenen. Fügt man also die berühmte Dunkelziffer hinzu, dann steigt die wahre Zerstörung unseres Planeten noch einmal ganz erheblich. Und hier nun die von den falschen Zahlen bereinigte Version. Zusammengenommen hatten die offiziellen ca. 2200 Atomtests nicht bloß einen Detonationswert von 72.000 Kilotonnen. Das waren leider die falschen Zahlen. Denn schon allein 520 der in Wikipedia vermeldeten nuklearen Explosionen in der Atmosphäre, 8 davon unter Wasser, hatten einen Detonationswert von mindestens 545.000 Kilotonnen. Das sagt uns zunächst einmal gar nichts. Doch ein Vergleich mit der US-Atombombe auf Hiroshima erklärt es uns. Diese von aller Welt gefürchtete Atombombe hatte einen Detonationswert von 12 Kilotonnen. 12 Kilotonnen, also gegenüber 545.000 Kilotonnen. Die Atombombe auf Hiroshima war mit anderen Worten nicht bloß 6.000 Mal schwächer als die Summe aller nachfolgenden Atomtests. Das waren leider die falschen Zahlen. Die Atombombe auf Hiroshima war sogar weit über 45.000 Mal schwächer als nur schon die 520 nuklearen Explosionen in der Atmosphäre und unter Wasser. Oder wieder mit anderen Worten, Hiroshima wurde durch irrsinnige Wissenschaftler und Kriegstreiber seit 1945 weitere 45.416 Mal allein in der Atmosphäre und unter Wasser wiederholt. Nun fehlen in dieser Rechnung aber noch mindestens 1680 nukleare Explosionen, wie in Teil 1 Nuklearer Klimawandel aufgeführt. Es wäre daher gewiss noch immer weit untertrieben, wenn wir unseren vorangegangenen falschen Zahlen mindestens noch eine Null hinzufügen würden. Täten wir allein dies, müssten wir feststellen, dass die Atombombe auf Hiroshima sogar weit über 60.000 Mal schwächer war als alle offiziellen Atomtests seit 1945 zusammengenommen. Dunkelziffer nach wie vor ausgenommen. Wahrscheinlich noch immer nicht übertrieben, dürfte aber sogar die Schätzung sein, dass Hiroshima seit 1945 über 100.000 Mal wiederholt wurde. Manchmal wünschte man sich, die falschen Fakten wären die richtigen gewesen. Ob unter diesen genannten Umständen zumindest eine menschgemachte Wetterveränderung in Erwägung zu ziehen ist, möge jeder Mensch bei sich selber überlegen. Dient die ganze Klimahysterie mit Schuldabschiebung auf die Darmabgase von Kühen, die Auto- und Industrieabgase, gar nur der Verschleierung und Ablenkung von den wahren Übeltätern? Nuklearer Klimawandel?
Über 2100 Atombombentests seit 1945. Hier sehen Sie die Grafik der offiziellen Atomtests nach benannter Atommächte von 1945 bis 2016. Während Nordkorea 4 Atomtests durchführte, wurden weltweit insgesamt über 2100 Atomwaffentests durchgeführt. Dunkelziffer wie immer ausgenommen. Im Jahr 2016 testete Nordkorea seine erste Wasserstoffbombe. Eine solche benötigt zu ihrer Zündung bekanntlich eine kleine Atombombe. In dieser Liste fehlt allerdings noch die Atommacht Israel mit ihren etwa 200 Atombomben. Aber auch ohne Israel wurden 2012 sogar schon 2200 offizielle Kernwaffentests geschätzt. Solche wirken sich freilich nicht nur auf unsere direkte Umgebung, Natur und Menschheit aus, sondern führen jedes Mal zu Schockwellen, die nicht alleine unsere Erdfauna, sondern allem voran unsere Ozonschicht, unsere Atmosphäre, unser Wetter beeinflussen. Und wenn schon unablässig zu dringenden Sofortmaßnahmen gegen den sogenannten menschgemachten Klimawandel aufgerufen werden muss, dann mögen doch alle Kinder dieser Welt auch einmal so lange dafür die Schule schwänzen, bis über jeden einzelnen Atomwaffentest ein absolutes Verbot verhängt ist. Denn wenn Menschen tatsächlich einen Klimawandel herbeiführen können, dann sicher nicht durch Darmabgase von Kühen, Autos oder Schornsteinen, sondern zuerst einmal sicher durch die alles verseuchende Gewalt von nuklearen Waffentests. Zusammengenommen hatten schon alleine die offiziellen Atomtests einen Detonationswert von mehr als 72.000 Kilotonnen. Das sagt uns zunächst einmal gar nichts. Doch ein Vergleich mit der US-Atombombe auf Hiroshima erklärt es uns. Diese von aller Welt gefürchtete Atombombe hatte einen Detonationswert von 12 Kilotonnen. 12 Kilotonnen also gegenüber 72.000 Kilotonnen. Die Atombombe von Hiroshima war mit anderen Worten 6.000 Mal schwächer als die Summe aller nachfolgenden Atomtests. Oder wieder mit anderen Worten, Hiroshima wurde seit 1945 durch irrsinnige Wissenschaftler und Kriegstreiber weitere 6.000 Mal offiziell wiederholt. Und diese Zahl dokumentiert erst die uns allen bekannten Atomtests. Wie aber jedes Kind weiß, treiben vom Wahnsinn Getriebene ihre schlimmsten Werke stets im Verborgenen. Fügt man also die berühmte Dunkelziffer hinzu, dann steigt die wahre Zerstörung unseres Planeten noch einmal ganz erheblich. Hier müssen noch die unzählbaren Tonnen Uranmunition erwähnt werden, die alleine in den vergangenen Kriegen gegen Afghanistan, den Irak, Libyen, Jemen, Syrien und so weiter verschossen wurden. Vergleichen wir doch einmal deren Grad der Umweltzerstörung mit dem der Kühe, der Autos, Fabriken und dergleichen, die durch unsere Massenmedien so oft und so gerne als Klimasünder gebrandmarkt werden. Erkennen Sie den Unterschied der Umweltverschmutzung, sprich Klimabelastung, zwischen einer einzigen 12-Kilotonnen-Bombe wie der von Hiroshima und der Umweltbelastung durch Kühe? Oder vergleichen Sie Hiroshima einmal mit der Umweltbelastung an den verschmutztesten Orten der Welt, wie sie über Jahre hinweg durch sämtliche Industrien, Fahrzeuge, Flugzeuge, Heizanlagen und so weiter zusammengetragen wurde. China, die USA und Indien waren nebst ihren Atomtests überdies laut Statista 2016 noch für 50,44% der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich. Ihre verschmutztesten Städte sehen in etwa so aus. USA, Riesenstadt New York. Indien, Delhi. China, Shanghai. Erkennen Sie den Unterschied der Umweltverschmutzung? Das Buch des französischen Atomphysikers Charles-Noël Martin hat die Stunde H geschlagen, das mit einem Vorwort von Albert Einstein jetzt auch in deutscher Sprache im Samuel von Fischer Verlag in Frankfurt am Main erschienen ist, beantwortet die Frage, ob die Atombomben am schlechten Wetter schuld sind, mit einem deutlichen Ja. Martin führte drei Gründe dafür an. Erstens haben bekannte Wetterforscher sowohl in Italien als auch in Japan eindeutig behauptet, die Explosionen sind am anormalen Wetter schuld. Zweitens, es ist dringend vor der Weiterführung der Bombenversuche zu warnen, weil sie nicht nur den Klimahaushalt der Natur stören und den Fortbestand der ganzen Menschheit gefährden. Drittens, Albert Einstein, der auf zahlreichen Gebieten der Physik bahnbrechend gewirkt hat, hat sich noch kurz vor seinem Tode vorbehaltlos hinter die Warnung Martins gestellt und dieser dadurch weltweite Bedeutung verliehen. Fazit: Aufruf an alle Völker. Klimareparationen müssen von denen bezahlt werden, die nachweislich für die wirkliche Umweltzerstörung verantwortlich sind.
Reparationszahlungen, also nicht über klimabesteuerte Völker, nicht durch Abschaffung von Verbrennungsmotoren, Ölheizungen und dergleichen. Reparationszahlungen einzig über die Billionen Militärbudgets genannter Hauptverursacher von Atombombenzündungen und Einsetzung von Nuklearwaffen jeder Art. Noch ein letztes zum Nachdenken. Läuft derzeit auch nur ein einziger Schüler aus dem Sexualunterricht, weil er dessen Perversion nicht weiter ertragen kann, werden seine Eltern umgehend mit hohen Bußen oder Gefängnisstrafen belegt. Als der Sexualkundeunterricht in ihrer Grundschule eingeführt wird, verlässt Melitta den Unterricht. Da Eugen M. von seiner Unschuld überzeugt war, kam er dem nicht nach und wurde daraufhin von Justizvollzugsbeamten abgeführt und schließlich inhaftiert. Schwänzen aber von der Klimalobby instrumentalisiert, wiederholt hunderttausende Kinder tagelang die Schule, werden sie von der Mainstream-Presse hochgejubelt und deren Eltern von keiner Erziehungsdirektion belangt oder gar bestraft. Ich möchte dir Folgendes sagen. Die Greta, die 16-Jährige, wie in aller Welt kann ein Mädchen bei den verschlossensten Politikern, den unzugänglichsten auf Erden, einfach so mal in einen G5-Gipfel da eindringen? Warum erwähne ich das? Weil die Frage im Raum steht, könnte da eine Verschwörung sichtbar werden? Weißt du, wir sind jetzt seit 40 Jahren dabei, Menschen zu sammeln, um dieser Erde zu helfen. Nicht zuerst den Bäumen oder irgendwas, sondern den Menschen. Und nach 40 Jahren sind wir im Stand, wenn wir eine Demo machen oder was, irgendwie 3, 4 oder 5.000 Leute auf die Straße zu bringen. Und die Greta kommt, weißt du, die stellt sich hin als 16-Jährige, bumm. Hunderttausende, Millionen von Leuten, sie bekommt die goldene Kamera, da steht sie am Brandenburger Tor, da predigt das kleine Weibchen und alle rennen hier hinterher, küren sie zur Frau des Jahres. Was ist mit der Greta, nicht alles geschehen, die heilige Greta, sie nervt. Ich habe nichts gegen dieses Mädchen, aber ihr müsst verstehen, dass da Lobbyisten sind. Das sind höchste Politiker, die sie instrumentalisieren, Punkt. Alles andere ist Lüge. Greta kommt, hunderttausende Kinder schwänzen die Schule tagelang. Versteht ihr das? Das geht einfach nicht. Das geht nicht. Und warum geht es nicht? Weil die Medien sie hochjubeln. Die Medien alle miteinander. Da ist kein einziges Medium, das irgend gegen Greta geht. Alle jubeln sie hoch. Die Schüler, die Lehrer. Keine Bußen, keine Strafen, nichts. Es geht ja um die Umwelt. Alles klar? Alle Atomwaffentests zusammengefasst auf dieser animierten Weltkarte.